Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Retro Gaming. Heute beginnen wir nochmal ganz vom Anfang. Wir haben uns heute in der blauen Edition eingefunden und wie ihr vielleicht gerade gesehen habt und jetzt nochmal sehen könnt, habe ich einen ganz besonderen Namen ausgewählt. Dazu kommen wir direkt und zwar, ihr kennt alle den alten Mann-Trick hier, der alte Herr, der mit einem Kaffee haben möchte. Und dann unter anderem Missing und so weiter auf der Zinnoberinsel fangen könnt. Allerdings, was ihr vielleicht nicht wusstet, ist es abhängig davon, was für Pokémon auf der Zinnoberinsel kommen, abhängig von eurem Namen. Das heißt, ihr seht jetzt hier meinen etwas besonders gestalteten Namen. Erkläre ich doch direkt mal kurz. Also, der Name hat 7 Zeichen, 7 Charaktere. Der erste wird nicht benutzt. Alle geraden Zeichen oder Symbole oder Buchstaben, je nachdem, was ihr wählt, entscheiden das Level, welches das Pokémon hat, was auf der Zinnoberinsel kommt. Und alle ungeraden Zahlen, sprich 3, 5 und so weiter, stehen dafür, welches Pokémon eigentlich erscheinen wird. Nun, jetzt habe ich hier bei mir, bei den geraden Zahlen, immer das weibliche Symbol genommen. Und das heißt quasi, dass die Pokémon im Normalfall das Maximallevel, nämlich 245, haben sollten. Die ungeraden Zahlen, welche die Pokémon bestimmen, sind bei mir hier das Pokémon-Zeichen, also das PK und MN, und am Ende noch ein Strich. Das PK steht dafür, dass unser Rivale Blue oder Blau, Gary, je nachdem, wie ihr ihn auch immer genannt habt, kommen sollte, wie man ihn an der Top 4 antrifft. Das MN ist in dem Fall für Professor Eich, also es sollte eigentlich dann Professor Eich kommen noch zusätzlich. Und der Strich steht für einen, und zwar heißt der Chief, dieser Trainer. Und zwar ist das ein Beta-Trainer, welcher nicht in die finale Version, wie wir das Pokémon eventuell zu Hause haben, kennen, eingebaut worden ist. Also dieser wurde quasi ein bisschen verschütt gegangen. Und so können wir eventuell, wenn wir Glück haben, uns mal diesen Trainer anschauen. Ich glaube, dass es ein Glitch-Trainer ist, weil er halt eben nur ein Beta-Trainer ist und nicht ganz eingebaut worden ist ins Endspiel. Aber vielleicht haben wir Glück und treffen ihn ja. Und natürlich der Name noch weitere Symbole, welche nicht darstellbar sind. Und deswegen kommt unter anderem dann auch das Missigno und dieses M, Strich M, was meistens Level 0 hat, was viele ja denken, dass das sehr bösartig ist. Jedenfalls, das war es erstmal mit der Erklärung und wir beginnen einfach mal mit dem alten Trainer zu sprechen, dem alten Mann. Ah, natürlich müssen wir Nein drücken, nicht ja? Redet ihr selbst sowas Einfaches, da läuft direkt was schief. Ach, schon wieder! Ah. So, nein. Ha. Dieser Trick funktioniert natürlich auch auf der deutschen Version. Auf der deutschen, auf der englischen, je nachdem, was ihr gerade zur Hand habt. Und natürlich auch nicht nur auf dem Computer, auf dem Emulator, sondern auch im richtigen Spiel. So. Hoffen wir doch mal, dass der alte Mann dieses Hornlio fängt. Natürlich fängt er das Hornlio. Super. Einfach wunderbar. Und jetzt fliegen wir zur Zinnoberinsel. Ich habe hier mein Arktos vorbereitet. Und natürlich solltet ihr auch ein Pokémon mit Surfer dabei haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, bin ich mal gespannt, was wir als erstes sehen oder nicht sehen. Ich habe hier mein Karpton eingepackt. Viele kennen es vielleicht aus einer vorherigen Episode. Und jetzt schwimmen wir einfach mal ein bisschen hin und her. Okay. Noch kommt nichts. Ich verschnelle das Ganze mal ein bisschen. Ha! Da haben wir doch schon unser erstes M mit Level 0. Eigentlich ist an dem Pokémon nichts besonders Schlimmes oder Böses. Es ist halt nur, wenn wir jetzt es fangen würden. Können wir jetzt mal hier einfach machen. Natürlich haben wir es gefangen. Neuer Pokédex-Eintrag. Nein, wir möchten ihm keinen Nicknamen geben. Aber ihr seht, der Kampf geht weiter trotz gefangen.
Das ist so das Einzige, was das M vom Missigno quasi unterscheidet. Und im Normalfall haben wir dann auch Glitch, ein bisschen zerstörtes Bild. Denn hier ist ein Rizeros, dieses M in dem Fall, Level 0. Mit 10 HP sehr stark. Naja, gucken wir mal, was wir noch so finden. Ich hoffe ja, dass wir auf diesen Trainer finden, diesen Chief. Ah, nein, Professor Eich zuerst. Gucken wir, was Professor Eich ein schönes Elefantina. Oh, Glitch-Pokémon. Oh. Interessante Musik. Fliegen wir einfach mal. Das ist natürlich eine Musik, die nur Professor Eich haben kann. Was ganz, ganz Besonderes. Oh, Professor Eich nimmt noch ein weiteres Glitch-Pokémon. Oh, dieses Glitch-Pokémon ist ein Rihorn. Nidorina? Nidorn? Ah, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Ich habe leider meinen Pokédex im Poké-Center vergessen. Ah, ich verschnelle den Kampf immer ein bisschen. So, jetzt kommen bestimmt ein weiteres Glitch-Pokémon. Oh, Missigno! Professor Eich hat ein Missigno. Einfach mal Eisstrahl hier. Das Missigno weg. Gucken, was Professor Eich als nächstes dabei hat. Ah, natürlich. Wer kennt dieses Pokémon nicht? Pokémon... Oh. Sehr interessanter Ruf, wie dieses Pokémon hat. Aber auch natürlich das innerhalb von wenigen Sekunden kaputt. Oh, jetzt haben wir da ein N da oben stehen im Bildschirm. Das gehört aber nicht hin. Jetzt sind es ganz viele Ns. Oh, es benutzt ein Flamara. Sehr gut, sehr gut. Da nutzen wir einfach mal Blizzard. So, und das letzte Pokémon, was ist, ist ein... Ah, so sieht also ein Hemmhaha aus. Level 32. Natürlich besiegen wir das auch sofort. Hoffe ich. Ja, tun wir, oder? Ja, ja. Es stirbt. Oh, sehr gut. Kriegen wir auch Geld dafür, dass wir Professor Eich besiegt haben? Sagt Professor Eich irgendwas? Nein, wir kriegen nur Geld. Ha. Jetzt haben wir immerhin schon mal Professor Eich gesehen. Ich möchte aber trotzdem gerne diesen Glitch-Trainer, diesen Beta-Chief finden. Oh, nicht schon wieder Professor Eich. Können wir rennen von Professor Eich? Nein. Ah, okay. Dann mal ganz schnell. Schneller. Eisstrahl. Nochmal Eisstrahl. Und nochmal Eisstrahl. Und nochmal. Ah. Ha. So. Vielleicht jetzt Glitch-Trainer? Nein, ein Parasect. Also manchmal können auch komplett Zufalls-Pokémon kommen. Das ist nicht festgelegt. Aber man kann halt mit dem Namen halt bestimmen, dass spezielle Pokémon, die man sich halt wünscht, quasi kommt. Ah, wen haben wir denn da? Da haben wir den Rivalen. Dodi. Ach ja, genau, ich habe den Rivalen Dodi genannt. Kämpfe ich quasi gegen mich selber. Und es scheint mir fast so, als hätte der Rivale hier dieselben Pokémon wie Professor Eich. Deswegen verschnelle ich das Ganze hier mal ein bisschen. So. Oh, wir haben verfehlt. Das geht natürlich nicht. Habe ich natürlich das Gefühl, dass unser Chief Beta-Trainer-Typi eventuell auch nur dieselben Pokémon hat. Das wäre natürlich ärgerlich. Wir probieren noch einmal. Hoffentlich kommt er als nächstes. Wenn nicht, gehen wir noch zur zweiten Sache über, die ich euch zeigen möchte. Ah, da ist er! Chief! Ha! Sieht aus wie ein Wissenschaftler, aber jetzt glaube ich, das Modell ist ein bisschen anders. Aber mal gucken, was er für schöne Pokémon dabei hat. Ah,
Okay, es sind dieselben Glitch-Pokémon. Okay. Und auch dieselbe Musik. Also haben die wahrscheinlich immer dieselben Pokémon, die Glitch-Trainer hier. Verschnelle ich das Ganze jetzt einfach mehr. Brauchen wir ja nicht uns nochmal anschauen. Und das Flamara. Und zu guter Letzt nochmal das... ja. Und... na? Ha. Da haben wir den Chief auch besiegt. Und wir kriegen noch ein bisschen Poké-Dollar. So. Haben wir uns das angeschaut, was ich euch zeigen wollte. Also aufgrund des Namens halt haben wir Professor Eich, den Rivalen und den Chief bekommen. Ihr könnt das natürlich jeweils abhängig von eurem Namen noch verändern und auch die Level der Glitch-Pokémon, die kommen. Eine Liste, welche Namen bzw. welche Buchstaben für welches Pokémon und Level stehen, werde ich auf jeden Fall in die Beschreibung einfügen. Also schaut da dann auf jeden Fall mal rein. Und wir kommen jetzt zum nächsten. Und zwar, ihr kennt das ja, im Prinzip derselbe Trick. Aber ihr kennt das vielleicht, ihr wollt in die Safari-Zone und irgendein Pokémon, das ihr ganz besonders mögt. Und im Normalfall wisst ihr ja, in der Safari-Zone sind die Pokémon relativ schwer zu fangen. Und ihr habt ja nur diese blöden Safari-Bälle, Steine, Köder und so weiter. Und um das Ganze zu vereinfachen, zeige ich euch, wie ihr die Safari-Zone-Pokémon so kämpfen könnt oder so fangen könnt, als wäre es ein normaler Pokémon-Kampf. Ohne diese blöden Safari-Bälle und so weiter. So. Jetzt hier rein. Zur Safari-Zone. Und zwar müsst ihr dafür einfach ganz normal in die Safari-Zone gehen. Und ja, wir möchten gerne rein. Wir haben drei Safari-Bälle, hurra. Die werden wir allerdings nicht einsetzen. Nämlich jetzt, wo wir drin sind, ihr kennt das, die 500 Schritte. Wir werden jetzt alle 500 Schritte gehen. Hoffentlich. Deswegen verschnelle ich jetzt hier mal so lange, bis dann wir rausgerufen werden. Nein, wir möchten jetzt nicht kämpfen. Auch gegen dich möchten wir nicht kämpfen. Und auch gegen dich nicht. Für mich war das zum Beispiel früher, ich wollte unbedingt immer ein Scharniera haben. Und das Scharniera ist ja besonders selten und schwer zu fangen. Und da war das doch sehr nervig immer in der Safari-Zone. So. Ah, ein Pinsi. So, wir müssen eigentlich gleich die 500 Schritte vorbei haben. Ah, Ding Dong! So. Die Zeit ist vorbei, wir gehen raus. Und was wir jetzt machen, genau wie mit dem alten Mantrick, wir fliegen sofort wieder zur Zinnoberinsel mit unserem Arktos hier. Und schwimmen ein bisschen rechts an der Seite entlang. Und dann sollte im Normalfall eigentlich jetzt alle, also keine Glitch-Pokémon kommen, sondern alle Pokémon, die man auch in der Safari-Zone fangen kann. Und so können wir die wie einen normalen Pokémon- oder Trainerkampf halt ganz normal einfangen. Ohne halt diesen Stress da mit Köder, Stein und dass die Pokémon eventuell flüchten. Mal gucken, ob wir irgendwas bekommen. Schneller das hier mal... ah, sieh, da haben wir schon ein Rihorn. Brauchen wir aber nicht, also flüchten wir einfach mal. Natürlich kommt manchmal auch ganz normal die Wasser-Pokémon, die man im Wasser hat, wie hier das Tentacha. Aber im Normalfall müsste eigentlich... hier haben wir jetzt auch einen Nidorina. Die ganz normalen Safari-Zone-Pokémon kommen. Jawohl, jawohl. Das funktioniert wunderbar. Wie gesagt, das funktioniert auf der roten und blauen. Nicht auf der gelben. Aber es funktioniert auch auf eurem richtigen Gameboy, falls ihr noch ein Spiel zu Hause habt. Dafür hier werden keine Cheats oder GameShark-Codes oder ähnliches verwendet. Könnt ihr alles zu Hause nachmachen mit eurem Gameboy. Oh, gucken wir noch ein letztes Mal, was für ein wildes Pokémon wir bekommen. Da, 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 da. Ah. Moment, schnell hier. Ah, und noch mein Rihorn. Na gut. Das Rihorn wollen wir nicht fangen, also gehen wir einfach runter. Gut. Haben wir heute wieder was gelernt. Ihr seht, es ist abhängig von eurem Namen. Die Liste, wie gesagt, werde ich unten posten. Und, ja. Das war's für diese Episode. Danke wieder fürs Reinschauen. Falls ihr andere Episoden verpasst habt, schaut in den Kanal, schaut euch die alten Videos nochmal an. In der vorherigen Episode haben wir mit einem Team aus 6 Dittos die Top 4 besiegt. Falls ihr das verpasst habt, unbedingt anschauen.
Das ist auf jeden Fall wert. Spannender Kampf gewesen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr neu seid, hallo Neue, favorisiert das Video, abonniert den Kanal. Und so verpasst ihr keine Folge. Dann würde ich auch schon sagen, das war's und bis zum nächsten Mal.